Ich habe ja gesagt, ich werde mich nicht explizit auf eine Person beziehen. Ich spreche von einer kleinen Gruppe in der Partei, die vielleicht diese Gedanken hat, die meiner Meinung nach vielleicht auch Gedanken sind, die auf einer strategischen Fehlannahme beruhen. Und ich bin mir sicher, dass diese Partei jeden verabschieden wird, der weiter versuchen wird, unsere AfD als letzte wirkliche Möglichkeit, dieses Land nochmal vom Kopf auf die Füße zu stellen, zu verzwergen. Herr, schönen guten Tag. Herr Gärtner. Wegen Corona verzichten wir darauf. Wir halten uns an die Vorgabe. Ja, freue mich, dass das geklappt hat mit dem Interview. Das freut mich Guten auch. Tag. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute im Gespräch mit Björn Höcke. Den Mann kennen Sie alle hier im Kanal. Ich begrüße Sie herzlich. Björn Höcke ist Fraktionschef und Landesvorsitzender der AfD in Thüringen. Als Sie hier reinkamen, haben wir gerade kurz über Corona gesprochen. Wir nehmen auch den politisch korrekten Abstand einigermaßen ein. Sie sind ja das, was man einen Familienvater nennt. Frau und 4 Kinder. Wie gehen Sie denn mit der Krise um, mit der Corona-Krise? Ja, wir sind jetzt auch als Parlamentarier mehr oder weniger, ich will nicht sagen in den Zwangsurlaub geschickt, aber wir haben also jetzt auch Phasen, in denen wir relativ häufig zu Hause sind. Ich bin ja jemand, der sonst fast jeden Tag viele Kilometer auch auf den Autobahnen unterwegs ist, viele Außentermine hat. Das ruht im Augenblick tatsächlich fast gänzlich. Ich kann viel von zu Hause aus arbeiten. Es läuft viel über Telefonkonferenz, über Videokonferenzen. Und ich sage mal, die fachliche Arbeit, die wir jetzt im Landtag machen, die politisch gemacht werden muss, die wird auch so gemacht, dann eben am häuslichen Schreibtisch und nicht am Schreibtisch in Erfurt. Die Kommunikation findet auch weiterhin statt, leider nicht immer physisch anwesend. Durch den Wegfall der Außentermine gibt es natürlich freie Zeitressourcen, ja, und die nutze ich auch dafür, Dinge, die in den letzten Monaten liegen geblieben sind, einfach aufzuarbeiten. Aber auch wenn es geht und wenn das Wetter so schön ist wie heute, bietet sich das an, auch mal mit den Kindern Zeit zu verbringen, rauszugehen, vor allen Dingen in den Wald. Und das ist ja ein Privileg, dass ich in so einer schönen Landschaft leben darf und Das kenne ich viel sehr Natur. viele, ja. Genau. Ja. Ich wollte das Interview eigentlich anders aufziehen bis gestern. Sie ahnen wahrscheinlich schon, warum. Es gibt jetzt sehr aktuelle Ereignisse oder Entwicklungen in der AfD. Wir haben dieses Interview von Herrn Meuthen gestern für Tichys Einblick mit Alexander Wendt, wo er plädiert hat für eine Trennung vom Flügel. Wie haben Sie das aufgenommen? Hat Sie das überrascht, dass das so kam? Es ist ja bekannt, dass ich einer der wenigen Politiker, bekannten Politiker der AfD bin, der in den letzten 7 Jahren, also seit Bestehen der Partei, niemals negativ medienöffentlich über Parteifreunde geredet habe. Und das soll auch so bleiben, weil ich das als ganz wichtig erachte, um die Einheit dieser jungen, von außen und leider auch von innen bedrohten Partei zu erhalten. Diese Disziplin fordere ich und die lebe ich auch. Ich will es vielleicht so einordnen. Dieses Land, Deutschland, bewegt sich auf eine Zäsur hin durch die Corona-Krise, die wahrscheinlich vergleichbar ist mit der Zäsur von 1945 oder 1989. Jedenfalls können wir das nicht ganz ausschließen. Dieses Land steht tatsächlich in Gänze auf der Kippe, das Leben, so wie wir es gelebt haben, so wie wir es leben durften, in Freiheit und auch im Wohlstand ist tatsächlich gefährdet. Wir sind die einzige Oppositionskraft oder relevante Oppositionskraft in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben allen Grund, jetzt die Regierungsarbeit sehr kritisch zu begleiten. Wir haben allen Grund, den politischen Gegner zu markieren und uns als einzige Opposition ins Gespräch zu bringen. Ich halte es für falsch, in dieser Lage, in der wir als Land sind, jetzt die Energie und die Aktivität auf parteiinterne Diskussionen zu lenken. Wir brauchen jeden fähigen Kopf und wir brauchen diese AfD als Einheit jetzt und in Zukunft. So ähnlich haben Sie sich ja vor ein paar Tagen auch in dem Interview mit Herrn Kubitschek geäußert. Die Partei braucht einen neuen Impuls. Ich gebe es mal aus der Erinnerung wieder, aber sie soll auch zusammengehalten werden. Das sind jetzt zwei konträre Positionen. Wo führt das hin? Sie sprechen jetzt auf Die Spaltung, die Frage der auf die Spaltung. angedeutete, also von mir damals oder im Interview mit der Sezession angedeutete und als
als Reaktion auf den Bundesvorstandsbeschluss ja auch geforderte Auflösung des Flügels hin. Ich habe diese Auflösung in Anführungszeichen, weil man kann eigentlich nichts auflösen, was nicht wirklich formal existiert. Der Flügel ist ja nur eine Interessengemeinschaft in der AfD. Ich habe dieser Auflösung zugestimmt und will sie auch dem Vorstandsbeschluss gemäß dann exekutieren, soweit das in meiner Macht steht. Ich habe das aber auch als Zeichen an die Partei verstanden wissen wollen, als Zeichen der Einheit, als Zeichen, dass eine Gruppierung, die wirklich Großes für diese Partei geleistet hat, ich bin stolz auf das, was der Flügel geleistet hat, trotzdem jetzt erkennt, dass die Einheit der Partei und das gemeinsame Vorwärtskommen wichtiger ist als Partikularinteressen. Und wenn dieses Zeichen nicht als Zeichen der Einheit wahrgenommen wurde, von einigen wenigen, das muss ich betonen, von einigen wenigen der Partei, ich habe also sehr große positive Resonanz auf diese Entscheidung aus der gesamten Partei erhalten, nicht nur aus den Teilen der Partei, die mir nahestehen, dann tut mir das sehr leid. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nur sehr, sehr wenige sind, die jetzt hier ohne Not für Konflikte in der Partei sorgen. Ja. Das würde bedeuten, die Partei bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen. Das klang ja gestern anders. Sie wird zusammenbleiben. Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren viel gelernt haben, auch als Partei, dass auch die führenden Köpfe dieser Partei in den letzten Jahren mehr und mehr Vertrauen aufgebaut haben. Wir haben Lucke verabschieden müssen, weil er die AfD zu einer Mehrheitsbeschafferin für eine etablierte Altpartei machen wollte, sie in die Rolle des Juniorpartners drängen wollte. Aus ähnlichen Gründen mussten wir auch Frauke Petri verabschieden. Und ich bin mir sicher, dass diese Partei jeden verabschieden wird, der weiter versuchen wird, unsere AfD als letzte wirkliche Möglichkeit, dieses Land nochmal vom Kopf auf die Füße zu stellen, zu verzwergen und den Auftrag zu hintergehen, den wir als Flügel in der Erfurter Resolution auch definiert haben und der weiterhin gültig ist. Das klingt fast wie eine Drohung an die Adresse von Herrn Meuthen. Haben Sie mit ihm schon gesprochen, seit das gestern kam? Nein, das ist keine Drohung an die Adresse von Herrn Meuthen. Ich habe ja gesagt, ich werde mich nicht explizit auf eine Person beziehen. Ich spreche von einer kleinen Gruppe in der Partei, die vielleicht diese Gedanken hat, die meiner Meinung nach vielleicht auch Gedanken sind, die auf einer strategischen Fehlannahme beruhend. Ja, wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Partei zu schnell mit dem Establishment zu verzahnen. Das Establishment hat unser Land gegen die Wand gefahren. Das ist jetzt schon offensichtlich. Dieses Establishment von der ehemaligen SED, der heutigen Linken, bis zur CDU und dass es dieses Establishment als Block gibt, haben wir ja in der Causa Thüringen noch mal sehen dürfen, hat schweren Schaden unserem Land zugefügt. Und wir sind gut beraten, Abstand zu halten von denen, die dieses Land in den letzten Jahren, Jahrzehnten schlecht regiert haben. Und wir sollten auch vor allen Dingen die jetzt zunächst einmal als für uns relativ schnell erreichbar avisieren, die als Erste die Opfer der Globalisierung werden, die von den Altparteien gewollt ist, also vor allen Dingen die kleinen Leute, die Arbeiter, die Angestellten, aber auch die kleinen Selbstständigen. Das ist unser Klientel und der Kampf um die bürgerliche Mitte, der kommt später, weil die bürgerliche Mitte, auch wenn sie grundsätzlich konservativ geprägt ist, für uns als Letztes zu erreichen sein wird, weil diese bürgerliche Mitte immer, und das war immer jedenfalls so, wenn man das mal tiefergehend analysiert, immer doch irgendwie eine gewisse Treue zum Establishment gehabt hat. Ja, und deswegen müssen wir uns strategisch so ausrichten, wie das in Thüringen erfolgt, wie das auch unter dem Begriff des solidarischen Patriotismus von mir und anderen gefordert wird. Und die wenigen, die das anders sehen, die werden keine Mehrheit in der Partei finden. Sie haben die Namen Petri und Lucke schon genannt. Da drängt sich die Frage auf, lernt die Partei dazu oder tut sie es nicht eher? Ja, ich denke, für die Gesamtpartei waren diese Personen, ihre Versuche und ihr Scheitern mit entsprechenden Lerneffekten verbunden. Ja? Und trotzdem gibt es Einzelne, die die Lehre daraus nicht gezogen haben. Das bedauere ich. Ja. Man reibt sich ja an Ihnen in der Partei, ist ja bekannt, jeder weiß das. Was sagen Sie denn Mitgliedern im Westen, wenn die sagen, nun hat sich die Situation gerade beruhigt und dann kommt Björn Höcke und legt uns wieder ein Ei ins Nest? Der Satz ist ja, glaube ich, gefallen. Ja, also das ist immer die Frage, was es bedeutet, ein Ei ins Nest legen. Ich bin bekannt dafür, dass ich Klartext spreche. Und ich habe auch als einer der wenigen Politiker innerhalb und außerhalb der AfD auch den Mut besessen, jetzt will ich mich nicht selber loben, aber das gehört dann auch dazu, zur ganzen Wahrheit, mich selbst zu kritisieren. Ich habe immer wieder auch eingeräumt, dass ich mit einem großen Leidensdruck in die Politik gegangen bin, dass ich
aus diesem Leidensdruck heraus vielleicht auch manche Rede gehalten habe, die nicht vom Inhalt her, würde ich sagen, stehe ich nach wie vor auch zu den zentralen Reden, aber vielleicht in der Tonlage, in der Zuspitzung angreifbar war. Und das hat unnötig natürlich auch letztlich Flanken geöffnet für den politischen Gegner. Dafür habe ich mich entschuldigt, das bedauere ich auch. Aber ich bin weiter in der festen Überzeugung, dass wir Klartext brauchen und dass wir die Gesetze der politischen Korrektheit brechen müssen und dass die AfD vor allen Dingen eine Partei der Meinungsfreiheit ist. Sie sind ja, wenn ich das richtig weiß, der dienstälteste Fraktionsvorsitzende in der AfD. Und in Thüringen präsentiert sich die Fraktion als Einheit, kann man eigentlich sagen. Worauf führen Sie das zurück? Ja, ich bin der dienstälteste Fraktion und Landesvorsitzende der AfD. Ich habe meine spezielle Art zu führen. Das ist im Gegensatz zu dem, was das Establishment konstruiert, eben kein Top-Down-Führen. Das ist kein Führungsstil eines, in Anführungszeichen, neuen Führers, sondern ich komme aus der Pädagogik ursprünglich. Sie waren Lehrer. Ich war 15 Jahre Lehrer, habe auch Schulmanagement studiert, bin da mit verschiedenen Führungsstilen in Berührung gekommen, unter anderem mit dem Konzept des pädagogischen Leadership. Das heißt, das ist ein Führungsstil, neudeutsch bottom-up, also von unten alle mitnehmen, um dann entsprechende Lösungen im Konsens auch zu finden. Das ist mein Führungsstil, den ich hier durchgehalten habe, auch in Thüringen gegen große Widerstände, der aber im Rückblick meiner Meinung nach erfolgreich war. Ja, so gut es geht, Integrationskraft zu entfalten, so gut es geht, alle mitzunehmen. Ja, und das will ich an der Stelle auch betonen. Es gibt tatsächlich auch in unserer Partei, in unserer immer noch jungen Partei sicherlich den ein oder anderen. Das sind sehr wenige, die man vielleicht doch in die Kategorie politikunfähig einordnen muss. Und die müssen dann politisch ins Abseits gestellt werden. Aber trotzdem kann man mit einer großen Integrationskraft auch so eine junge Partei zusammenhalten und den allergrößten Teil mitnehmen. Das habe ich in Thüringen praktiziert und ich denke, das war erfolgreich. Sind das noch Zahnungsprobleme sozusagen einer jungen Partei, über die wir hier sprechen? Oder ist das was anderes, was Strukturelles vielleicht? Ja, Zahnungsprobleme des gärigen Haufens. Sicherlich ist es so, dass wir immer noch in den Kinderschuhen stecken. Das kann man sicherlich so ins Bild werfen. Uns gibt es jetzt seit 7 Jahren. Wir haben eine unheimliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir haben in 7 Jahren eine Parteiorganisation aufgebaut. Wir sind mittlerweile in allen Ebenen politisch repräsentiert, von der Kommunal- bis zur EU-Ebene. Das ist ein ungeheures Werk, das wir da letztlich geschaffen haben. Und natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Und natürlich dauert es auch, bis man untereinander Vertrauen entwickelt. So eine Partei ist ja auch in ihrem Funktionsmodus auf Misstrauen letztlich angelegt und generiert immer wieder Misstrauen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie in den letzten Monaten und Jahren bei den Gutwilligen der Partei doch viel Verständnis auch für andere Persönlichkeiten der Partei entwickelt hat. Und da müssen wir weiter anknüpfen, das müssen wir weiter aufbauen, dieses Vertrauen, diese Vertrauenskultur. Und dann wird mir nicht bange. Wir werden auch in Zukunft noch den einen oder anderen Fehler machen. Aber wir sollten diese Fehler dann in Ruhe analysieren, aus ihnen lernen und grundsätzlich in der tiefen Überzeugung unsere politischen Konzepte artikulieren und umsetzen, dass sie notwendig sind für dieses Land. Ja. Was ist denn die größte Gefahr für die Alternative für Deutschland, wenn man nach vorne blickt? Ist es das, was jetzt losgebrochen ist, oder sind es andere Dinge? Ja, natürlich steht diese einzig relevante Oppositionspartei unter starkem Druck. Wir wissen, dass der sogenannte Verfassungsschutz gegen uns in Stellung gebracht wird. Wer die Geschichte des Verfassungsschutzes studiert hat, der weiß, dass er von den Herrschenden jeweils immer wieder gegen hoffnungsvolle Oppositionsversuche als Spaltkeil angesetzt worden ist. Ich möchte das vielleicht hier nochmal ganz kurz einordnen. Dieser Verfassungsschutz in seiner Konzeption und seiner Auftragslage ist ein Unikum in der westlichen Welt. Ja, es gibt also keinen anderen Inlandsgeheimdienst, der regelmäßig sogenannte Verfassungsschutzberichte veröffentlicht, die zumindest teilweise nur den Zweck verfolgen, Oppositionskräfte zu stigmatisieren und ihre Wahlchancen zu minimieren. Es gibt auch keinen Inlandsgeheimdienst, der sich anmaßt, mit Hilfe von wenigen Versatzstücken, die er analysiert und politikwissenschaftlich in Anführungszeichen interpretiert,
hinter die Stirn von Menschen zu gucken und deren Einstellung, also etwas ganz Manifestes zu beurteilen, das gibt es nur in Deutschland. Und das ist eigentlich eines freiheitlichen Rechtsstaates nicht würdig. Dieser Verfassungsschutz muss dringend reformiert werden. Er muss zu einer wirklich unabhängigen Behörde werden. Ja. Aber Fakt ist, die Bedrohung ist da. Wir müssen klug damit umgehen. Und ich denke, wir haben eine gute Strategie entwickelt, die auch von der Gruppe um Dr. Hartwig in den letzten Jahren gut herausgearbeitet worden ist. Einerseits die Gefahr ernst nehmen und auf sachlicher Ebene der Gefahr begegnen und andererseits aber auch offensiv gegen diese Zumutung des Verfassungsschutzes und seines Missbrauchs vorgehen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, dem Rechtsweg, aber auch dem politischen Weg. Ja, jetzt kommen wir endlich zu dem, womit ich eigentlich einsteigen wollte, Björn Höcke und sein Erscheinungsbild. Sie sind ja praktisch zum führenden politischen Schreckensbild im Land aufgebaut worden. Man bezeichnet Sie offen als Nazi. Wie gehen Sie mit sowas um? Wie verarbeiten Sie das? Ja, es gibt so wenige Momente des Nachdenkens in meinem Leben, wo ich immer wieder erstaunt bin, was mit mir gemacht worden ist. Also, wie Sie es richtig sagen, ich bin Familienmensch. Ich war 15 Jahre Lehrer und ich denke, ich habe meinen Dienst ohne Fehl und Tadel geleistet, mehr sogar als das. Habe eigentlich nur positive Rückmeldungen von Schülern, von Kollegen und von Eltern bekommen. Bin vierfacher Familienvater und bin aus Sorge um die Zukunft meiner Kinder und meines Landes in die Politik gegangen. Und bin dann irgendwie, ja, wie Sie richtig sagen, zum Teufel der Nation stilisiert worden. Nun weiß ich natürlich aus der Analyse der Politik und der Geschichte, dass zu allen Zeiten Sündenbockenböcke aufgebaut wurden vom Establishment. Jetzt bin ich im Augenblick der Sündenbock. Habe vielleicht auch den einen oder anderen Anlass gegeben, dass man mich in dieser Hinsicht stilisieren konnte. Wo hätte das sein können? An welcher Stelle? Naja, also Anlass gegeben in dem Sinne, dass ich vielleicht in einigen Reden zu deutlich auf wichtige Sachverhalte hingewiesen habe, die öffentlich diskutiert werden müssten. Und habe nicht gedacht, wie stark noch die Gesetze der politischen Korrektheit letztlich auch den Widerstand begründen helfen. Das sind aber keine Fehler. Wissen Sie, ich habe keine wirklichen Fehler gemacht, aber ich habe Möglichkeiten gegeben, Unfeinheiten auszunutzen. Es ist eine schlimme Tendenz, die wir gerade erkennen, gerade was meine Person angeht. Vielleicht haben Sie im Hinterkopf, als Sie diese Frage jetzt gestellt haben, auch den Spiegeltitel der Demokrat, also jemand, dem man eigentlich das Menschsein abspricht. Wissen Sie, in diesem Land hat jeder sein Menschsein. Die Menschenwürde ist zu Recht ganz oben angesetzt als politische Leitschnur. Aber dem politischen Gegner innerhalb des Parteiensystems und im Besonderen meiner Person wird diese Menschenwürde abgesprochen, die jeder Terrorist, jeder Kinderschänder hat. Und das ist eine unfassbare Fehlentwicklung, die hoffentlich korrigiert wird. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Repression habe ich mir aufgeschrieben. Viele beklagen sich zurzeit, Sie haben das vorhin ja auch ein bisschen angeschnitten mit den Maßnahmen zu Corona, dass die Repression im Land zunimmt. Der Meinungskorridor ist verengt worden. Es kommen jetzt Notgesetze, es kommt ein Infektionsschutzgesetz, das Zwangsarbeit mit einführt. Die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Aber auch davor hatten wir einige bedenkliche Entwicklungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zum Beispiel. Sie kennen das ja alles selbst. Sie haben auch selbst unter Repression gelitten, persönlich als Politiker. Was macht es mit Ihnen zum Beispiel, wenn Herr Ziemiak sagt, der Höcke ist für mich ein Nazi? Ja, das zeigt einerseits die völlige Verrohung der politischen Auseinandersetzung. Das, was ich eben schon angeführt habe, wirklich das Ehrabschneiden und das sogar Entmenschlichende, das mittlerweile in der politischen Debattenkultur Einzug gehalten hat, das bedauere ich sehr. Es ist als infam zu bezeichnen, wenn solche Äußerungen getätigt werden. Da ist tatsächlich jeder Maßstab verloren gegangen. Und es zeigt auch, dass die Damen und Herren der Altparteien, die solche Vokabeln gebrauchen, im Zusammenhang mit meiner Person oder mit anderen Funktionären der AfD, wahrscheinlich auch bar jedes historischen Wissens sind. Denn was Nationalsozialismus bedeutet, historisch gesehen, was das für eine schreckliche Diktatur war mit Millionen Opfern,
Das wirklich hier in Zusammenhang zu bringen mit einer bürgerlich-patriotischen Oppositionspartei ist nicht nur infam, sondern auch Geschichtsklitterung und lässt auf tiefes Nichtwissen schließen. Welche Repressionen erleben denn Mitglieder der AfD insgesamt? Wir sind, und das ist auch das Ergebnis einer Anfrage, einer einschlägigen unserer Bundestagsfraktion an die Bundesregierung, mit Abstand die am meisten heimgesuchte politische Partei in Deutschland. Wir haben in den Wahlkämpfen mit massiven Einschränkungen zu tun. Wir werden angegriffen an den Wahlkampfständen. Unsere Wahlkreisbüros werden stellenweise mit Bomben attackiert. Tino Chrupalla, unser Bundesvorsitzender, hatte vor kurzem einen Bombenanschlag oder einen Brandanschlag auf sein Auto zu beklagen, bei dem er auch leicht verletzt worden ist. Und das ereignete sich auf seinem Privatgrundstück. Ja, verstehen Sie, der Politiker in einem funktionierenden demokratischen Rechtsstaat hatte jederzeit die Möglichkeit, aus der politischen in die private Sphäre zu wechseln. Das wäre jedenfalls normal. Und uns gelingt das nicht mehr, beziehungsweise uns erlaubt man das nicht mehr. Wir werden auf unseren eigenen Grundstücken attackiert. Ich habe vor 2 Jahren mal diese Aktion der Kunstterroristen vom sogenannten Zentrum für politische Schönheit erleiden müssen. Das war eine Aktion, die gegen mich gerichtet war, aber meine ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen hat. Also hier sind wirklich alle Grenzen gefallen. Und eins möchte ich an der Stelle noch betonen. Wir haben als AfD-Politiker immer zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. Ich kenne keine andere Partei, die so gewaltfrei unterwegs ist wie die AfD, so 100% rechtsstaatskonform unterwegs ist wie die AfD, so gesetzestreu ist wie die AfD. Wir sind tatsächlich leider im Augenblick nur die Opfer. Ja. Sie haben das Zentrum für politische Schönheit gerade erwähnt. Die sind ja, glaube ich, in Sachsen, ja? Also Nachbarbundesland. Deren Chef, der hat vor nicht allzu langer Zeit zur Denunziation von Mitbürgern aufgefordert. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, es ist unerträglich. Ja, also dass solche Menschen, solche, ja, wie ich es mal genannt habe, Kunstterroristen, ich glaube, das ist der richtige Begriff, in der öffentlichen Debatte überhaupt noch eine Rolle spielen dürfen. Und es gibt ja viele Mainstream-Medien, die diesen Herrschaften und dem Initiator Herrn Ruch ja auch noch Plattformen bieten. Daran erkennt man, wie ich das eben schon ausdrückte, dass alle Maßstäbe wirklich verrückt sind. Und wir haben es hier, egal ob sich diese Herrschaften als Künstler tarnen oder in etablierten Parteien untergeschlupft sind oder freischaffend sind. Wir haben es hier wirklich mit Menschen zu tun, die als Ideologen anzusprechen sind, die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, die glauben, ihre Gesellschaftsexperimente, die ständig gescheitert sind in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten und stellenweise auch auf Kosten von Millionen und Abermillionen Menschenleben wieder praktizieren zu dürfen. Und das ist etwas, ja, was ich verabscheue. Ich bin das Gegenteil von einem Ideologen. Ich bin als Konservativer immer stets in dem Bewusstsein unterwegs, nicht im Besitz der Wahrheit zu sein. Ich habe meine Überzeugung. Die habe ich mir erarbeitet. Die habe ich für mich erschlossen aus der Lektüre von vielen Büchern. Und die vertrete ich auch, aber ich bin immer bereit, meine eigenen Positionen zu überprüfen, mich, also wie das Karl Raimund Popper mal gesagt hat, mich falsifizieren zu lassen, aber das können Ideologen nicht. Das sind Ideologen und mit denen haben wir nichts zu tun. Wir haben ja hier in unserem Kanal das unausgesprochene Motto, wir wollen nicht nur über Menschen reden, wir wollen auch mit ihnen reden. Wir hatten vor 4 oder 5 Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg auch mit einem linken Kandidaten gesprochen. Deswegen auch an Sie vielleicht ein paar persönliche oder fast private Fragen. Der Mensch Björn Höcke, der interessiert die Menschen natürlich auch. Welche Hobbys haben Sie denn zum Beispiel? Ja, ich bin sehr naturverbunden. Das heißt, ich, wenn die Zeit es zulässt, bin viel im Wald unterwegs. Ich liebe also den Wald, brauche auch diese Rückzugsmöglichkeit, um mit mir alleine zu sein. Das ist auch etwas, was in der heutigen Politik viel zu kurz kommt, sich auch mal der Muße hinzugeben. Wir leben in einer extrem medienaufgeladenen Zeit. Viele führende Politiker sind Getriebene. Das ist nicht gut für kluge Politik. Die Taktung ist sehr hoch geworden. Ist sehr hoch geworden. Da versuche ich mich immer wieder rauszuziehen. Ich versuche, mich tiefer zu gründen durch entsprechende Lektüre. Ich lese also sehr viel, aber ansonsten bin ich sehr sportlich unterwegs. Wenn die Zeit es zulässt, laufe ich gerne, fahre gerne Rennrad oder Mountainbike. Also alles, was mit Naturerfahrung zu tun hat, was mich irgendwie in die Möglichkeit bringt, ja, Kontemplation zu genießen, das versuche ich in meiner Freizeit einfach zu erreichen. Ja. Sie haben auch mal kurzzeitig Sport studiert oder Sportmedizin war das, glaube ich. Ich habe Sport studiert für das Lehramt an Gymnasien und ja, habe 15 Jahre als Sportlehrer gearbeitet, ja, sehr gerne.
Sind Sie ein altmodischer Vater? Das glaube ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich war, wie gesagt, 15 Jahre Lehrer und war, glaube ich, bei meinen Schülern sehr beliebt, bin auch mehrfach zum Vertrauenslehrer gewählt worden. Und der Vertrauenslehrer in einer Schule ist eigentlich der, das sind meistens jüngere Lehrer, gut, das war ich damals auch noch, aber auch Lehrer, die eine Schülerorientierung haben und die aber nicht laissez-faire unbedingt sind, ja, aber die trotzdem einerseits vermitteln, dass sie mit den Schülern, für die Schüler etwas möchten, dass sie möchten, dass sich diese Schüler gut entwickeln und die Zeit nutzen, die sie in der Schule verbringen und sich als Persönlichkeiten entwickeln, dass sie Bildung erwerben und andererseits aber auch Verständnis dafür haben, dass der junge Mensch kein Erwachsener ist und das Werden eigentlich nur begleiten und sich immer wieder zurücknehmen. Und so praktiziere ich das hoffentlich, glaube ich, auch in der seltenen Zeit oder in der wenigen Zeit, in der ich zu Hause auch als Erzieher unterwegs bin. Meine Kinder erfahren, wenn sie mich befragen, einiges. Aber ich bin keiner, der ständig irgendwelche Vorträge hält oder irgendwie versucht zu indoktrinieren. Also mitnichten, überhaupt nicht. Also meine Kinder wachsen sehr, sehr frei auf. Ja. Was ist Ihr Lieblingsort? Der Kyffhäuser? Der Kyffhäuser ist ein ganz, ganz wichtiger Ort, ein ganz, ganz toller Ort. Ja, das ist ein mythischer Ort. Und ich habe schon so eine Ader auch für Mythos. Und ich glaube, Mythos ist auch wichtig, ja, auch für ein funktionierendes Staatswesen, ohne das überbetonen zu wollen. Aber so eine nicht mehr verabredbare Grundstimmung, was einen trägt, das objektiviert sich auch in solchen mythischen Orten, die natürlich mit ihren Erzählungen und ihrer sagenumwobenen Aura auch etwas mit den Menschen machen, aber irgendwie auch zusammenführen. Und ja, der Kyffhäuser ist in Thüringen sicherlich einer der, neben der Wartburg beispielsweise, einer der besonderen Orte, die ich regelmäßig auch wieder gerne aufsuche. Ja. Wir sollten natürlich auch über die Situation in Deutschland sprechen. Eine Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, wie stark die Demokratie in diesem Land hier beschädigt ist und wo für Sie die konkreten Bedrohungen liegen. Ja, die Demokratie in Deutschland ist beschädigt. Das kann ich vor allen Dingen aus meiner Erfahrung als Oppositionspolitiker diagnostizieren. Also wir sind ja als Partei, als demokratisch legitimierte Partei, und wir vertreten hier in Thüringen fast ein Viertel der Wähler, von Gesetzes wegen ja auch zur politischen Willensbildung verpflichtet. Aber diese politische Willensbildung wird uns immer öfter unmöglich gemacht. Wir finden keine Lokalitäten mehr, um unsere Partei- und Fraktionsveranstaltungen durchzuführen, weil die Wirte unter Druck gesetzt werden. Wie gesagt, den Verfassungsschutz haben wir schon kurz beleuchtet in seiner destruktiven Aufgabenstellung, so wie es sich im Augenblick zeigt. Das heißt, Opposition wird in Deutschland tatsächlich mehr oder weniger systematisch, ich will noch nicht sagen von Regierungsseite, das wäre zu viel, aber durchaus unter Tolerierung auch von Regierungs- und aus Regierungskreisen unterdrückt. Ja? Das heißt, hier haben wir schon eine Schieflage in der Demokratie. Aber ich glaube, die schlechte Entwicklung hat schon viel früher begonnen, als jetzt mit dem Aufstieg der AfD sichtbar wird. Ich glaube, wir sind da schon letztlich seit Beginn der Berliner Republik auf einem schlechten Weg unterwegs. Es war ja Richard von Weizsäcker, der schon Anfang der 90er Jahre gesagt hat, dieser Staat ist ein Raub der Parteien geworden. Ja, wir haben eine Oligarchisierung in Deutschland, die Altparteien sind in den wesentlichen Politikfeldern ununterscheidbar geworden, ob das jetzt die Euro-Rettungspolitik ist, die Energiewendepolitik oder die Einwanderungspolitik ist. Und sie versuchen, ihre Herrschaft zu sichern, indem sie neue politische Kräfte stigmatisieren und tabuisieren und aus dem politischen Diskurs herausdrängen. Wir haben eine schlechte Tendenz, dass die politische Klasse und die mediale Klasse in Deutschland in den letzten Jahren mehr oder weniger eine Fründegesellschaft gebildet haben. Es ist ja bekannt, dass die etablierten Medien gerade in der Hochphase der sogenannten Flüchtlingskrise vor allen Dingen Regierungspropaganda artikuliert haben und kritische Stimmen gar nicht zu Wort haben kommen lassen, beziehungsweise kritische Stimmen in eine unmoralische Ecke gedrängt haben. Das heißt, wir haben eine Verfestigung, die in eigentlich eine Erstarrung ist. Und das bedeutet, dass unsere Demokratie nicht mehr lebendig ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als AfD immer wieder mit dieser Kernforderung nach außen gehen. Wir brauchen Volksabstimmung auf Bundesebene, um diese erstarrte Parteiendemokratie wieder für den Souverän und das ist das deutsche Volk zurückzuerobern. Warum ist Deutschland eigentlich so furchtbar polarisiert im Augenblick? Was ist da Ihre Analyse? Naja, ich denke schon daran, dass das damit zu tun hat, was ich gerade auch schon ansatzweise ausgeführt habe, dass das politische Establishment einen wirklich offenen Diskurs
verhindert, aus Machterhaltungsgründen. Ja? Sie sind in den großen Politikfeldern ununterscheidbar geworden, sagte ich. Und man hat ja das Recht, als Demokrat eine andere Meinung zu haben als die Regierung und als das politische Establishment. Und ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Position im Bereich der Euro-Rettungspolitik, der Energiewendepolitik und Einwanderungspolitik die richtigen sind, aber zumindest gehört werden müssen. Und die Polarisierung resultiert eben auch daraus, dass der Diskurs nicht mehr offen ist. Und deswegen sage ich auch immer wieder, dass es eine der vornehmsten und vordringlichsten Aufgaben der AfD ist, endlich das zu erreichen, was dieses Land so dringend braucht, eine wirklich tabufreie, nicht unter den Gesetzen der politischen Korrektheit ablaufende, ergebnisoffene Diskussion darüber, wie wir Deutschen in Zukunft gemeinsam in diesem Land leben wollen. Das ist die Diskussion, die wir erzwingen müssen. Wir sitzen hier in Thüringen für dieses Interview. Was bleibt denn für Sie zurück von diesem Drama, das jetzt beinahe 2 Monate zurückliegt, wenn man zum Anfang zurückgeht? 5. März war das, glaube ich, gewesen. Ja? Thomas Kemmerich gewählt von der FDP, dann kam die Kanzlerin und sagte, das ist unverzeihlich, müssen wir rückgängig machen und nun ist Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident. Was bleibt für Sie da politisch zurück von dem, was da passiert ist? Ja, also auch wenn die Generalbundesstaatsanwaltschaft meine Strafanzeige gegen Frau Merkel zurückgewiesen hat, bleibt es für mich tatsächlich die Nötigung eines Thüringer Verfassungsorgans, was Frau Merkel da veranstaltet hat. Ein Vorgang, der ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland darstellt, ein wirklicher politischer Tabubruch. Was ich auch mitnehme, ist, dass wirklich die noch konstruktiven Kräfte in den Altparteien mutlos sind. Und dass wir als AfD auf uns selber gestellt sind und nicht damit rechnen können und sollten, dass größere Teile der etablierten Parteien, die uns vielleicht eigentlich inhaltlich nahestehen, den Mut besitzen, über den Graben zu springen und auf die Seite des Volkes zu springen. Und deswegen müssen wir uns direkt an das Volk wenden. Wir müssen den Souverän für unsere Positionen aktivieren. Das ist eine wichtige Lehre. Mir war es dann im zweiten Wahlgang auch noch bedeutsam, und das ist mit meiner Fraktion ja auch im Vorfeld alles genau besprochen worden, dass wir zeigen, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution hier in Thüringen ein Kandidat der Ex-SED ohne Gegenkandidat Ministerpräsident werden kann. Deswegen habe ich meinen Hut in den Ring geworfen, um zu zeigen, nein, es gibt eine Alternative zur Ex-SED, zur Ramelow-Regierung. Ich wusste natürlich, dass ich nicht gewählt werde. Und trotzdem haben wir, denke ich, dadurch, dass wir geschlossen gestanden haben als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, auch nochmal für die Partei und für die patriotischen Kräfte in Deutschland ein Zeichen der Einheit gegeben, das Vorbild sein sollte. Sie standen ja Ramelow nach dem letzten Wahlgang direkt gegenüber im Landtag. Das ist eins der Bilder, die sich irgendwie am besten eingeprägt haben. Was haben Sie eigentlich zueinander gesagt? Das ist nie richtig rausgekommen. Naja, erstmal will ich nochmal festhalten und betonen, dass es für mich als Parlamentarier eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich dem neu gewählten Ministerpräsidenten per Handschlag gratuliere. Das mache ich natürlich oder habe ich nicht deswegen gemacht, weil ich mich freue, dass Bodo Ramelow diese Wahl gewonnen hat. Man muss sich ja vorstellen, der Mann hat 6 Anläufe gebraucht, um Ministerpräsident zu werden und ist, was seine Positionierung angeht, ja mit meinen politischen Vorstellungen nicht in Einklang zu bringen. Aber ich akzeptiere das als Parlamentarier, wenn nach einer formal korrekten Wahl ein neuer Ministerpräsident vom Hohen Haus gewählt worden ist. Und für mich ist es ein Zeichen bürgerlicher Manierlichkeit, wenn man sich dann mit dem Handschlag versichert, ich akzeptiere das, du bist der neue Ministerpräsident oder Sie sind der neue Ministerpräsident. Das wollen Sie ihm sagen. Er hat den Handschlag dann verweigert und in dem Zusammenhang habe ich ihn daran erinnert, dass er kurz vorher noch in einer Kurzrede gesagt hat, er ist der Ministerpräsident aller Thüringer. Und daran habe ich ihn eigentlich erinnert, dass er dann auch mein Ministerpräsident ist, auch der Ministerpräsident von fast 25% der Menschen, die sich für die AfD als Sprachrohr entschieden haben. Und dass ich das beklage, dass er das anscheinend doch nicht willens ist zu leben. Welche Rolle haben denn die Medien in diesem ganzen Drama gespielt? Die Rolle, die sie schon seit Jahren leider in diesem ganzen Drama spielen, im Kampf zwischen Establishment und politischer Opposition. Sie sind eigentlich mehr oder weniger, ich muss es mal so deutlich sagen, die Politkommissare des politischen Establishments. Ja, es geht nicht mehr um das Abbilden von gesellschaftlichen Debatten, von einem breiten Diskurs, den man auch medial transportiert. Es geht eigentlich nur noch darum, Regierungslinie, das heißt Establishmentlinie durchzudrücken.
und letztlich auch Tabuzonen zu schaffen, die nicht betreten werden dürfen. Und das ist einer Demokratie unwürdig. Wir brauchen nicht nur eine Revitalisierung unseres Parteiensystems, wir brauchen auch eine Revitalisierung, ja, der Medien. Wir brauchen endlich wieder Medien, die das journalistische Ethos ernst nehmen. Wir brauchen Journalisten, die journalistisches Ethos leben. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass man, auch wenn man mit dem Interviewten politisch wahrscheinlich nichts gemein hat, trotzdem den Willen besitzt, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Alle den anderen verstehen, den anderen, genau, Adiator et altera pars, aber auch einfach sich den anderen verstehen zu wollen. Ja, das ist ein Grundansatz, den man als Historiker auch hat und den sollte man als Journalist auch haben. Über soziale Aspekte haben wir noch nicht so sehr gesprochen. Die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn man mal die Migration beiseite lässt, was sind eigentlich die wichtigsten Fragen für unser Land derzeit? Also, wie wir unseren Sozialstaat auch erhalten können. Ja, also wir haben eine ganz schlechte Entwicklung durch die Öffnung unseres Sozialstaates für alle mühseligen und beladen in der ganzen Welt, Politik der offenen Grenzen. Dass das zu einer Überforderung führt, ist ganz, ganz klar. Wir haben mittlerweile die Tendenz im Hartz-IV-System, dass wir kurz davor stehen, dass die Hälfte der Hartz-IV-Empfänger Ausländer sind. Also Menschen, die niemals in die Sozialsysteme überwiegend eingezahlt haben, und die Entwicklung geht weiter. Das heißt, das Sozialstaat oder dem Sozialstaatgebot, das ja auch im Grundgesetz niedergeschrieben ist in Artikel 20, wird durch die Politik der etablierten Parteien massiv widersprochen. Man vergeht sich praktisch am Sozialstaatgebot des Grundgesetzes. Das ist eigentlich verfassungswidrige Politik, indem man diesen Sozialstaat auflöst, und diese Politik muss gestoppt werden. Ich halte die entscheidende Frage der Gegenwart und der Zukunft für die Frage nach der Identität. Das gilt für Deutschland, aber auch für die globalisierte Welt. Was ist Identität? Wo kann überhaupt Identität gelebt werden? Ich bin der festen Überzeugung, dass Identität bis auf Weiteres nur im Nationalstaat gelebt werden kann. Und ohne Identität haben wir auch keine Möglichkeit, Solidarität zu leben. Deswegen ist die Frage der Identität und der Solidarität auch aufs Engste miteinander verzahnt. Deswegen haben wir hier in Thüringen ja auch das Konzept des solidarischen Patriotismus nochmal zusammengetragen und auch in die parteiinterne Debatte eingespeist. Spielt die Corona-Krise dem Nationalstaat in die Hände? Stärkt sie ihn wieder? Ja, notgedrungen. Wir erkennen jetzt in der Corona-Krise, dass der Nationalstaat die einzige Handlungsgröße ist, die tatsächlich durchsetzungsfähig ist, die überhaupt über die Möglichkeiten verfügt, einschneidende Maßnahmen auch zu entschließen und auch die Möglichkeit hat, darauf zu hoffen, dass ein Großteil der Bevölkerung und des Volkes sich mit rigiden Maßnahmen, die ja auch eine Beeinträchtigung der Freiheit bedeuten, einverstanden zeigt. Ja, der Nationalstaat steht vor einer großen Renaissance. Es geht auch bei dem über das, was wir reden, um den Finanzkapitalismus, also das Diktat der Renditen, sage ich immer gerne. Das hat ja sich in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten sehr stark ausgebreitet und ist sehr stark geworden. Nur ist ja die Kritik am Finanzkapitalismus eigentlich eher eine linke Kritik. Aber mich interessiert trotzdem mal, wo Sie stehen in der Kritik gegenüber dem Finanzkapitalismus. Stehen Sie dem kritisch gegenüber? Ja, also die Kritik am Finanzkapitalismus ist einerseits auch links, wobei wir im Augenblick eine interessante Liaison zwischen linken und linksextremen Gruppierungen und dem globalen Finanzkapitalismus sehen, weil sie in ihrer Zielsetzung der Auflösung der Staaten und der Kulturen ja im Augenblick relativ im Gleichschritt unterwegs sind. Da werden sie Verbündete. Ne? Da sind sie eigentlich Verbündete. Die Kritik am Finanzkapitalismus kam aber immer schon auch aus konservativen Kreisen, zu denen ich mich auch zurechne. Ich sage ohne Wenn und Aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, weil mir das von den etablierten Medien oft anders ausgelegt wird. Ich werde ja als Sozialist beschrieben und verschrien und bin verschrien. Das ist nicht richtig. Ich bin ein Freund der Marktwirtschaft, aber einer Marktwirtschaft, die ein soziales Gepräge hat. Ich glaube, es war Max Otte, der mal den Begriff der solidarischen Leistungsgesellschaft geprägt hat. Das ist etwas, das ich als Zielvorstellung habe. Ich möchte, dass der Einzelne, und da bin ich auch ein Freund der katholischen Soziallehre und ihrer zentralen Kernaussagen, ich möchte, dass der Einzelne seine Anlagen entfaltet,
Er hat also auch die Pflicht, sich zu entwickeln und hat auch die Pflicht, der Gemeinschaft zu dienen, darüber, dass er sich selbst entwickelt und seine Fähigkeiten einbringt. Aber ich möchte auch, dass ich in einer Gesellschaft und wir in einer Gesellschaft leben können, in der die, die unverschuldet in Not geraten, auch Hilfestellung erwarten dürfen und nicht fallen gelassen werden. Das ist das alte Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Das ist die solidarische Leistungsgesellschaft. Für die stehe ich. Und ich stehe nicht für neoliberale Verirrung, die alles das, was auch das Leben des Menschen gut und richtig und anständig macht, in den letzten Jahren und Jahrzehnten schwer beschädigt haben. Dafür stehe ich nicht. Und ich betone auch, dass wir in Deutschland eine großartige eigene wirtschaftstheoretische Tradition haben, die uns gemäß ist, die unserer Kultur gemäß ist und dass wir schlecht beraten sind, wenn wir US-amerikanische Vorstellungen vom Kapitalismus übernehmen wollen. Die Amerikaner sollen das machen, wenn das ihre Art ist, Marktwirtschaft zu betreiben. Unsere Art ist es mit Sicherheit nicht. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorausschauen durch den aktuellen Staub hindurch, durch die große Staubwolke und vielleicht mal 20 Jahre, wenn sich Deutschland in dieser Zeit so entwickeln würde, wie Sie das gerne hätten, wie würde es dann aussehen? Ja, ich hoffe, dass... Das kommen wir schon ins Philosophische, aber es ist ganz wichtig, dass man das auch immer mal wieder tut, weil wir ja auch als Politiker gerade in dieser Mediendemokratie, in dieser Medienzeit immer getriebene sind und durch Tagesaktualitäten beschleunigt werden. Deswegen ist es so wichtig, sich auch mal Muße zu gönnen und auch mal tiefergründig nachzudenken. Ich hoffe, dass diese Krise auch zu einer Chance wird und dass man diese Krise auch als Chance begreift. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen blumig an, aber es könnte tatsächlich so werden, weil die Menschen in dieser Krise, glaube ich, auch wieder erfahren können, neben dem, was an Unannehmlichkeiten damit einhergeht und auch an Schlimmen einhergeht. Also wir reden davon, dass wir eventuell in den nächsten Jahren eine Verarmungstendenz erleben werden in Deutschland, wie wir sie seit der großen Inflation 1923 nicht mehr erlebt haben, dass man trotzdem wieder spürt, was Leben wirklich wertvoll macht, was Leben wirklich trägt, die Familie. Das Leben in einer intakten Solidargemeinschaft, die Identität, die Kultur, die auch jenseits von materialistischem Wohlstand, materiellem Wohlstand entfaltet werden kann. Das ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir wieder in so einem Staat leben können, wo das Wichtige wirklich oben ansteht, auch für die Politik, und das Unwichtige dahingestellt wird, wo es hingehört, nämlich unten an. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, egal wie sich die Mehrheit der Deutschen entscheidet, endlich wieder in einem Land zu leben, in dem es keine politische Korrektheit mehr gibt, sondern in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit vollumfänglich verwirklicht ist. Wo stehen Sie dann in 20 Jahren? Ja, ich bin dann 68. Da gibt es wohl noch einige Politiker, die dann immer noch Politik machen. Aber ich werde weiterhin dort dienen, wo ich hingestellt bin. Und wenn ich dann noch dienen darf, diesem Land, meinem Deutschland, dann werde ich das tun. Vielen Dank für das Interview. Ich danke auch, Herr Gärtner.